Der menschliche Forscherdrang hat es heutzutage nicht leicht, Neues zu entdecken. Auf der Landkarte gibt es kaum noch weiße Flecken, allenfalls die Tiefsee und der Weltraum bergen noch unergründete Geheimnisse. Umso überraschender ist es, wenn man mitten in Europa auf einen Fragenkomplex stößt, der in seiner geheimnisumwitterten Undurchschaubarkeit jedes Forscherherz sofort höher schlagen lässt: die Finanzen des Vatikan. Jedes Mal, wenn der Vatikan seine Bilanzen veröffentlicht, erweckt er den Anschein, als sei er arm, ja als stünde gar der finanzielle Kollaps kurz bevor. Die Gläubigen dürfte dies animieren, noch mehr zu spenden. Sieht man nur auf die aktuellen Ausgaben und Einnahmen des Vatikanstaates, mögen diese Bilanzen sogar stimmen. Glaubt man jedoch den Recherchen und aktuellen Veröffentlichungen bekannter Autoren und Journalisten, so ist das Vatikanische Imperium alles andere als arm, sondern verfügt über einen unschätzbaren, ja gigantischen Reichtum. Ein kleines Beispiel: die über 30.000 katholischen Organisationen besitzen allein in Italien ca. 22% der gesamten italienischen Immobilien. Mehr als jedes fünfte Gebäude gehört der Kirche. Ein Billionenvermögen. Da aber vom Vatikan keine Zahlen zu diesem Thema zu erhalten sind, wollen wir deshalb im ersten Teil unserer Sendung zunächst über die Recherchen und Schätzungen von bekannten Journalisten, Autoren und Historikern berichten, um dann im zweiten Teil der nicht unwesentlichen Frage nachzugehen, wie der Vatikan zu diesem unermesslichen Reichtum gekommen ist. Gold ist der Inbegriff für Luxus und Reichtum. Wir wollen deshalb als erstes der Frage nachgehen: Besitzt auch der Vatikan Goldreserven? Und wenn ja, wie viel? Einen Hinweis dazu liefert uns die italienische Zeitschrift Oggi. Bereits 1952 bezifferte sie aufgrund außerordentlicher Informationen die Goldreserven des Vatikan mit einem Betrag von 11,5 Milliarden Dollar hinter demjenigen der USA als den zweitgrößten Goldschatz weltweit. Im Vergleich dazu beträgt der Wert des Goldschatzes des Staates Italien weniger als 6% dieser Summe. Dies war 1952. Wie groß mag der Goldschatz des Vatikan wohl heute sein? Bei einem Verkauf könnte er heute, je nach Zeitpunkt eines eventuellen Abstoßens, bis zu 650% Gewinn einbringen. Das wären dann zig Milliarden. Ganz abgesehen von der Diskrepanz zur Lehre Jesu, der sagte, man solle seine Schätze im Himmel und nicht auf Erden sammeln, fragt man sich: Wie ist der Vatikan zu diesem märchenhaften Goldbesitz gekommen? Dieser Frage werden wir später im zweiten Teil unserer Sendung nachgehen. Die heutige Wirtschaft wird bestimmt durch Aktienwerte. Auch der Vatikan pokert mit großem Aktienkapital. Der bekannte Autor Horst Herrmann schreibt in seinem Buch »Die Kirche und unser Geld«: Insgesamt dürfte sich der Gesamtbesitz der Kirchenzentrale an Aktien und anderen Kapitalbeteiligungen bereits im Jahr 1958 auf etwa 50 Milliarden D-Mark belaufen haben. Zitat Ende. Dies war 1958. Wie viele 100 Milliarden mögen es wohl heute sein? Und wie ist der Vatikan zu diesem immensen Aktienbesitz gekommen? Näheres hierzu, wie gesagt, später. Aber nicht nur in Gold und Aktien hat der Vatikan investiert, was nur wenige wissen. Der Vatikan ist der größte religiöse Wirtschaftskonzern der Welt und laut dem bekannten Buchautor Nino Lobello fest engagiert in zahllosen Unternehmen in den Bereichen Immobilien, Plastik, Elektronik, Stahl, Zement, Textilien, Chemie, Nahrungsmittel und Bauwirtschaft. Zitat Ende. Auch der bekannte Kirchenhistoriker Karl-Heinz Deschner kommt bei seinen Recherchen zum gleichen Schluss und schreibt zum Beispiel:
Die dem Vatikan gehörende Firma Italgas hat Tochtergesellschaften in 36 italienischen Städten. Der Vatikan mischt mit bei Teer, Eisen, Destillaten, Trinkwasser, Gasherden, Industrieöfen und so weiter. Von den etwa 180 italienischen Kreditinstituten verfügt mindestens ein Drittel über vatikanisches Geld. Zudem besitzt der Vatikan viele einflussreiche römische Banken und ist in Europa, in Nord- und Südamerika an einer überwältigenden Fülle mächtiger Industrieunternehmen beteiligt. Einige gehören, laut Deschner, sogar weitgehend dem Vatikan. In letzter Zeit kam oft die Frage auf, ob der Vatikan auch an kriminellen Machenschaften, wie zum Beispiel Mafia-Geldwäsche, beteiligt ist. Offensichtlich schon. Das Magazin Format titelte im September 2009 »Die dunklen Geschäfte des Vatikan« und bezog sich bei seiner Recherche auf das Buch »Vatikan AG«. Im Jahre 2008 wurden dem bekannten italienischen Journalisten Gianluigi Nuzzi über 5000 Kopien von Originaldokumenten zugespielt, die beweisen, dass die Vatikanbank IOR auch noch in den letzten Jahrzehnten ihre Gelder bewiesenermaßen auch durch Mafia-Geldwäsche, illegale und skrupellose Finanzoperationen, Betrug, Erpressung und Korruption erwirtschafteten. Das Buch Vatikan AG, das diese kriminellen Machenschaften der Vatikanbank detailliert offenlegt, wurde 2009 zum meistverkauften Sachbuch Italiens. Darin werden unter anderem die Ströme der Schmiergelder und viele Skandale veröffentlicht, in die auch viele Spitzenpolitiker, wie zum Beispiel der siebenfache Ministerpräsident Giulio Andreotti, verwickelt sind. Dies belegt, dass die kriminellen Machenschaften des Vatikan im Finanzsektor offenbar bis in die heutige Zeit reichen. Ein anderer Sektor, in dem der Vatikan immense Reichtümer besitzt, ist sein Land- und Immobilieneigentum. Die Kirche ist ohne Zweifel der mit Abstand größte Grundbesitzer der westlichen Welt. Auch wenn dieser gigantische Reichtum an Immobilien und Ländereien in seiner Gesamtheit und wegen seiner immensen Größe schwer zu erfassen ist, da es sich über viele Länder erstreckt. Hier nur einige wenige Beispiele. In Deutschland ist die katholische Kirche mit 850.000 Hektar der größte private Grundbesitzer. Dieser Besitz entspricht der Größe von Bremen, Hamburg, Berlin und München zusammen. Auch in Italien besitzt die katholische Kirche über 500.000 Hektar Ackerland. In England sind es ca. 100.000 Hektar und in den USA über 1,1 Millionen Hektar Ackerland. In Spanien, Portugal und Argentinien sind es sogar 20% aller Felder. Bei diesen Zahlen sind die riesigen Flächen an Weiden und Wäldern noch nicht einmal mit eingerechnet. Auch hier fragt man sich wieder, wie ist die Kirche zu diesem immensen Landbesitz gekommen? Wie gesagt, zur Beantwortung dieser Frage bitten wir Sie noch um etwas Geduld. Doch die Kirche ist nicht nur der größte Grundbesitzer, sondern auch der größte Immobilienbesitzer der westlichen Welt. Eigentlich kann man in Anbetracht der immensen Besitztümer des Vatikans nicht mehr nur von Immobilien sprechen, sondern schon fast von ganzen Stadtteilen. Rom zum Beispiel ist bereits zu einem Viertel in den Händen des Vatikans, so recherchierte der Journalist Paolo Oietti in der Zeitschrift L'Europeo und veröffentlichte am 7.01.1977 einen Artikel, der wie ein Telefonbuch zu lesen war. Seitenweise listete er tausende von Palästen auf, die zum Teil den 325 katholischen Nonnen und 87 Mönchsorden gehören. Oietti recherchierte auch in der italienischen Stadt Verona. Er druckte einen Stadtplan ab, auf dem ungefähr die Hälfte der Häuser schwarz markiert waren, Eigentum der katholischen Kirche. Er vermutete, dass die Besitzverhältnisse in anderen Städten ähnlich sein dürften.
21 Jahre später untersuchte der Journalist Max Parisi für die Zeitung La Padania erneut die Eigentumsverhältnisse in Rom und kam in seinem Artikel vom 26. Juni 1998 zum Schluss, dass jetzt bereits schon fast ein Drittel aller Häuser Roms im Besitz des Vatikan seien. Diese Immobilien von unermesslichem Wert befinden sich nach seiner Aussage in den besten Lagen. Zitat: Das ganze Gebiet vom Campo dei Fiori bis zum Tiber gegenüber der Engelsburg, vorbei an der Piazza Navona und den umliegenden Straßen, ist praktisch vollständig im Besitz des Vatikan. Es handelt sich um etwas weniger als die Hälfte des historischen Zentrums, schreibt Parisi. Allein in dieser Zone waren es über 2500 Paläste. Diese ganzen Immobilien tauchen auf dem Katasteramt aber gar nicht auf, weil sie als ausländisches Territorium gelten, da der Vatikan ein eigener Staat ist. Am 21.12.2009 veröffentlichte das Handelsblatt ein Interview mit dem italienischen Fachmann für Immobiliengeschäfte Franco Alemani, der die Kirche bei Immobilienkäufen berät. Darin sagte er, 20-22% aller Immobilien in Italien gehören der Kirche. Zitat Ende. Dass fast ein Viertel aller Immobilien der Kirche gehören, klingt selbst in kritischen Ohren fast unglaublich. Doch Franco Alemani muss es wissen, er berät schließlich die Kirche doch seit Jahren bei der Abwicklung von Immobilienkäufen. Diese Fakten zeigen auf: Der Vatikan und seine Klöster und unzähligen Organisationen besitzen einen dermaßen gigantischen Reichtum, dass er kaum in Zahlen auszudrücken ist. Milliarden über Milliarden sind in Gold, Aktien, Ländereien und Immobilien angelegt. Kommen einem da die Spendenaufrufe der Kirche für die Dritte Welt nicht wie blanker Hohn und Spott vor? Es drängt sich die Frage auf: Was hat das mit der Lehre Jesu zu tun, der ein einfacher Mann war und für seinen Lebensunterhalt als Handwerker gearbeitet hat? Doch jetzt wollen wir Sie, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, nicht länger auf die Folter spannen und endlich der Frage nachgehen: Wie ist der Vatikan zu diesem immensen Reichtum gekommen? Ein Blick in die Geschichte offenbart, durch welche unmenschlichen Machenschaften der Reichtum der Kirche erwirtschaftet wurde. Selbst Menschenhandel und die Sklaverei vergrößerten den Reichtum der Kirche, von dem sie heute noch profitiert. Das mag in vielen Ohren unglaublich klingen, doch man sollte wissen: Die Kirche unterstützte von Anfang an die Sklaverei und verschärfte sie in vieler Hinsicht noch. Papst Nikolaus V. zum Beispiel legitimierte den Sklavenhandel in seiner Bulle mit dem zynischen Titel Divino Amore Communiti, auf Deutsch aus göttlicher Liebe zur Gemeinschaft, am 18. Juni 1452. Deshalb war der Sklavenhandel legal und verursachte bei den Beteiligten keinerlei Skrupel. Sogar der Papst selber hielt sich ja Sklaven. Papst Gregor I. zum Beispiel hielt hunderte Sklaven auf seinen Gütern und stimmte Gesetzen zu, die den Sklaven verboten, freie Christen zu heiraten. Ein Sklave wurde wie ein Stück Vieh betrachtet. Auch die Kirche behandelte Sklaven wie Kirchengut, also ihr Eigentum, und dieses galt als unveräußerlich. Dabei schätzte die Kirche den Wert von Kirchengütern manchmal nicht nach Geld, sondern nach Sklaven ein. Selbst uneheliche Kinder von Klerikern wurden zu lebenslangen Kirchensklaven gemacht. Das galt zeitweise auch für Findelkinder. Auch der heilige Martin von Tours,
der heute in vielen Kirchen abgebildet ist, wie er seinen Mantel teilt, soll sich laut dem bekannten Historiker Deschner 20.000 Sklaven gehalten haben. Und selbst die Klöster hatten Sklaven, sowohl zum Dienst im Kloster wie zur Bedienung der Mönche. Tausende gefangener Slawen und Sarazenen wurden als Sklaven an Klöster verteilt. Man glaubt es kaum, aber die Sklaverei dauerte auf Kirchenländereien und päpstlichen Gütern bis ins 11. Jahrhundert. Doch es kommt noch schlimmer. Horst Herrmann schreibt in »Die Kirche und unser Geld«: Der Protestantismus ging von Anfang an in den gleichen Bahnen, nachdem Luther Leibeigenschaft und Sklaverei theologisch gerechtfertigt hatte. Bis weit ins 19. Jahrhundert trieben protestantische Staaten unter der theologischen Billigung der Missionare Sklavenhandel und gingen auf Sklavenjagd. Besonders viel Geld wurde mit dem Sklavenhandel nach der Entdeckung Amerikas gemacht. Am 18. Juni 1452 legitimierte Papst Nikolaus V., wie gesagt, persönlich den Sklavenhandel durch eine Bulle, indem er den portugiesischen König ermächtigte, wörtlich, die Länder der Ungläubigen zu erobern, ihre Bewohner zu vertreiben, zu unterjochen und in die ewige Knechtschaft zu zwingen. Zynischerweise hieß das erste englische Sklavenschiff Jesus. Hier sehen wir den Belegplan eines Schiffes bei einem Sklaventransport. In dem Buch »Litanei des weißen Mannes« von Friedhelm von Otegrafen heißt es: »Schätzt man doch, dass zeitweise auf einen gefangenen Sklaven, der die afrikanische Küste noch lebend erreichte, 10 trafen, die schon beim Landtransport umgekommen waren, worauf von weiteren 10 etwa 9 auf dem Seeweg verreckten.« Zitat Ende. Laut Spiegel werden die Opfer des sogenannten Schwarzen Holocaust auf 50 bis 100 Millionen geschätzt. Die Sklavenschiffe brachten Afrikaner nach Amerika. Auf dem Rückweg wurden Indianer als Sklaven nach Spanien gebracht. Anfangs stand der Bischof Rodriguez de Fosca selbst als Auftraggeber hinter dem Sklavenverkauf der Indianer in Sevilla. Kolumbus schickte ihm verschiedene Male eine größere Anzahl von Indianern auf den Sklavenmarkt nach Spanien. Allein im Februar 1495 waren es 4 Schiffe mit je 500 Indianern im Alter von 12 bis 35 Jahren. Nicht nur Sklaven, auch die Leibeigenen vergrößerten damals den Reichtum der Kirche, von dem sie heute noch lebt. Die Leibeigenen waren de facto den Sklaven gleichgestellt. Sie durften ihr Land nicht verlassen und waren den Großgrundbesitzern, zum Beispiel einem Kloster, hilflos ausgeliefert. Sie wurden mit Zwangsabgaben belegt und mit Wucherzinsen erpresst und schikaniert. So entstand ein in hohem Grade korrupter und tyrannischer Zwangsstaat. Das Elend der Leibeigenen war unermesslich. Manche Eltern waren gezwungen, ihre Kinder in die Sklaverei oder die Prostitution zu verkaufen. Aufstände der Leibeigenen wurden blutig unterdrückt. Die Kirche stand auf der Seite der Ausbeuter und predigte den Unterdrückten Demut und Gehorsam. Aber die Kirche selbst war ja Großgrundbesitzer, ebenso wie heute, sogar der größte Grundbesitzer Europas. So besaß das Kloster Fulda zum Beispiel 15.000 Landsitze. Vom Kloster St. Gallen ist überliefert, dass über 2.000 Leibeigene ihre ausgedehnten Ländereien bewirtschafteten. Um den kirchlichen Grundbesitz zu vermehren,
waren sich Mönche und andere Kirchenverantwortliche nicht zu schade, nicht selten Urkunden zu fälschen. Wollte ein Bischof oder ein Abt seinen Grundbesitz vergrößern, ließ er oft eine Fälschung erstellen, die dann im Archiv gefunden wurde und bewies, dass dieser oder jener Fürst aus früherer Zeit den betreffenden Landstrich bereits dem Kloster vermacht hatte. Was wollten die einfachen Bauern dagegen tun, die oft des Schreibens und Lesens unkundig waren? Es gab sogar Mönche, die das Fälscherhandwerk regelrecht gelernt hatten und die das Land von Kloster zu Kloster durchzogen, um ihr kriminelles Handwerk auszuüben. In dem Buch »Die Kirche und unser Geld« beschreibt der Autor, wie zum Beispiel der Mönch Geron auf dem Sterbelager bekannte, dass er ganz Frankreich durchzogen habe, um für Klöster und Kirchen falsche Dokumente zu erstellen. Den absoluten Gipfel der Kriminalität maßte sich jedoch Papst Stefan II. An, indem er behauptete, Konstantin habe ihm das ganze Abendland geschenkt. Nicht wenige, die diese konstantinische Schenkung für eine Fälschung hielten, mussten ihre Aussage mit dem Tode bezahlen, so zum Beispiel Johannes Dränsdorf in Heidelberg noch im Jahr 1425 oder der Waldenserführer Friedrich Reiser in Straßburg 1458. Der konstantinischen Schenkung aus dem 8. Jahrhundert wurde folgendes Märchen zugrunde gelegt. Der Kaiser Konstantin war demnach durch Papst Silvester I. vom Aussatz geheilt worden, bekehrt und getauft worden und hatte zum Dank dem Papst nicht nur den Lateran, sondern alle Provinzen Italiens und der westlichen Lande zum Geschenk gemacht. Nachdem bereits im 12. Jahrhundert die Anhänger Arnolds von Brescia den Betrug erkannt hatten, deckte ihn endgültig 1440 der päpstliche Sekretär und Humanist Laurentius Valla in einer Schrift auf. Die römisch-katholische Geschichtsschreibung, so Deschner, gab die Fälschung allerdings erst seit dem 19. Jahrhundert zu. Noch immer sind die Kirchen der größte private Grundbesitzer in Deutschland, sowie auch in vielen anderen Staaten. Wie viel dieses Grundbesitzes ist mit dem Geld ehrlicher Arbeit gekauft und bezahlt worden? Und wie viel ist gestohlen und durch Fälschungen von Urkunden ergaunert und geraubt worden? Eine ahnrüchige Art der Geldvermehrung, die dem Papst sehr viel Geld und Besitztümer einbrachte, war die Simonie, der Handel mit Ämtern. Jesus von Nazareth kannte keine Ämter. Er stand auf gegen die Theologie und gegen das Priester- und Pfarrertum. Wörtlich sagte Jesus im Matthäusevangelium: »Aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister Christus, ihr aber seid alle Brüder.« Und des Weiteren sagte Jesus: »Nennt niemanden auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist.« Deshalb setzte er auch keine Amtsinhaber ein. Doch die katholische Kirche machte das ein wenig anders. Papst Innozenz III. Schuf laut dem Autor Hans-Jürgen Wolf in seinem Werk »Der neue Pfaffenspiegel« gleich nach seinem Amtsantritt 52 neue Sekretariatsstellen, die er für 79.000 Goldgulden, nach heutigem Goldwert ca. 10 Millionen Euro, verkaufte. Des Weiteren beschrieb der Autor, dass die Päpste oft die verkauften Ämter ihrer Vorgänger als vakant erklärten, um sie neu verkaufen zu können. Papst Leo X. hatte 39 neue Kardinalsämter geschaffen und strich dafür 511.000 Dukaten ein. Das entspricht einem heutigen Wert von 66 Millionen Euro. Der Preis für einen Kardinalshut lag damals bei 10.000 bis 30.000 Golddukaten pro Exemplar.
Das sind nach heutigem Wert ca. 1,3 Millionen Euro. In der Skandalchronik des Vatikans vom Autor Nigel Cawthorne wird beschrieben, dass selbst das Amt des Papstes käuflich war und an den Meistbietenden ging. Als zum Beispiel 1492 Papst Innozenz VIII. Starb, galt Kardinal Della Rovere als der größte Favorit. Er verfügte über 1 Million Golddukaten von der Republik Genua und weitere 200.000 vom König von Frankreich, um seinem Anspruch den nötigen Nachdruck zu verleihen. Sein Konkurrent Rodrigo Borgia war unter 4 Päpsten Vizekanzler des Heiligen Stuhls gewesen. In der soeben zitierten Skandalchronik des Vatikans wird über ihn erwähnt, wie die von ihm gebotenen Bestechungsgelder geradezu atemberaubend waren. Er verschenkte reiche Abteien, luxuriöse Villen und ganze Städte, um sich die Stimme eines Kardinals zu sichern. Während des 5-tägigen Konklaves im August 1492 operierte er mit Versprechungen auf profitable Beförderungen und unverhohlenen Bestechungen, um die Wahl für sich zu entscheiden. Manche Kardinäle wollten Paläste, andere Burgen, Land oder Geld. Kardinal Orsini verkaufte seine Stimme für die Burgen Monticelli und Sariani. Kardinal Ascanio Sforza wollte 4 Maultierladungen Silber und das lukrative Kanzleramt der Kirche, um seine Zustimmung zu garantieren. Kardinal Colonna bekam die reiche Abtei St. Benedikt mitsamt allen dazugehörigen Domänen und Patronatsrechte für sich und seine Familie auf ewige Zeiten. Der Kardinal von Sant'Angelo wollte das Bistum Porto, die dortige Burg und einen Keller voll Wein. Kardinal Savelli erhielt die Civita Castellana. Doch Rodrigo Borgia fehlte immer noch eine Stimme zum Sieg. Die ausschlaggebende Stimme kam von einem venezianischen Mönch. Er wollte lediglich 5.000 Kronen und eine Nacht mit Rodrigas Tochter, der reizenden 12-jährigen Lucrezia. Das Geschäft wurde besiegelt und mit den Stimmen von 22 Kardinälen in der Tasche wurde Rodrigo Borgia zu Papst Alexander dem VI. Gekürt. Und wenn Sie jetzt meinen, das sei Vergangenheit, der Verkauf von Segensbriefen, Titeln, Audienzen und so weiter ist bis heute eine ergiebige Geldquelle. Dass es sich hier nicht um kleine Einnahmen handelt, bezeugt eine Preisliste des Vatikan aus dem Jahr 1990. Umgerechnet in Euro kostete eine vom Papst persönlich unterzeichnete Segensurkunde 2.500 Euro. 15.000 Euro kostete eine Privataudienz mit dem Papst inklusive Video. Für eine Spende von umgerechnet 25.000 Euro erhielt man einen Ehrendoktortitel und für 60.000 Euro Spende an den Vatikan einen Orden, zum Beispiel das Großkreuz des St. Gregor-Ordens. Für einen Barontitel musste man schon etwas tiefer in die Tasche greifen. 150.000 Euro kostete er. Man kann sich sogar in den Fürstenstand erheben lassen, doch dafür muss man dem Vatikan 1.250.000 Euro hinblättern. Natürlich ohne Nebenkosten. Diese kosten noch 25.000 Euro zusätzlich. Doch das lukrativste Geschäft für den Papst ist wohl die Heiligsprechung. Ab ca. 100.000 Euro, im Durchschnitt jedoch ca. 250.000 Euro, kostet jeder Heiligenprozess. Allein durch die 464 Heiligsprechungen, das sind mehr als in den 400 Jahren zuvor, von Papst Johannes Paul II., dürften ca. 116 Millionen Euro die Kassen des Vatikan gefüllt haben.
Mehr als 1 Milliarde Gulden sollen durch Ablasshandel nach Rom geflossen sein. Dies ist Teil des Kirchenvermögens, heute noch. Der Autor Horst Herrmann beschreibt in seinem Buch Kirchenfürsten, wie Papst Sixtus IV. 1467 entschied, dass die Wirkung kirchlicher Ablässe auch für die armen Seelen im Fegfeuer gelte. Deshalb nahmen die Klöster unter anderem auch Geld für Gebetdienste, damit die Verstorbenen angeblich weniger lang im Fegefeuer schmoren müssten. Der Papst entschied auch, dass wer nicht in der Lage sei, eine Romreise für den vollständigen Ablass anzutreten, einen ebenso vollständigen Ablass erlangt, wenn er lediglich ein Drittel der Reisekosten an die päpstlichen Vertreter zahlt. Tausende Gläubige taten dies. Später meinte Papst Leo X., dass Arme dieses Segens nur schwer teilhaftig werden, denn sie haben kein Geld und müssten deshalb des Trostes entbehren. So unvorstellbar es auch klingt, Ablässe werden auch heute im 21. Jahrhundert angeboten. Während des Jubeljahres 2000 wurden unter dem Papst Johannes Paul II. Beim Durchschreiten diverser Tore Ablässe gewährt. Die Ablässe werden zwar heute nicht mehr verkauft, doch eine fromme Spende nach freier Wahl ist nach wie vor einer der Wege, um die Voraussetzungen für einen Ablass zu erwerben. Nach Recherchen Corvins sollen durch den Ablasshandel im Laufe der 600 Jahre seines Bestehens etwa 1 Milliarde Gulden nach Rom geflossen sein. Das würde einem heutigen Goldwert von ca. 130 Milliarden Euro entsprechen. Unzählige Menschen wurden bei der Eroberung Amerikas umgebracht, vor allem des Goldes wegen. Dieses geraubte Gold ist heute noch Teil der römisch-katholischen Kirche und wurde nie zurückgegeben. 1495 ließ Papst Alexander VI. In der Bulle Inter Caetera verkünden, dass man barbarische Völker unterwirft und dem echten Glauben zuführt. Besonders betroffen waren davon die Völker Lateinamerikas. Der Autor Friedhelm Otegrafen schreibt in seinem Buch Litanei des Weißen Mannes, wie die Missionierung der Heiden zum Katholizismus zu bewerkstelligen war. Er schreibt: Die Indianer, denen solche Gnade und Gunst widerfährt, sollten ihrerseits ihre Unterwürfigkeit und ihren guten Willen beweisen, indem sie eine große Menge Gold, Edelsteine, Silber und andere Dinge, die sie besitzen, seiner Hoheit, dem König und dem Gouverneur freiwillig ausliefern, andernfalls könnten Gott, unser Herr, und ihre Hoheiten sehr ungnädig werden. Des Weiteren beschreibt der Autor, wie der Papst sogar die Ausgabe von Jagdscheinen überwachte, die Europäern für Raub und Plünderung ausgestellt wurden. Mit dem ersten Gold aus der Südamerika-Beute ließ Papst Alexander VI. Die Decke von Santa Maria Maggiore in Rom verzieren und mit dem Symbol seiner Familie versehen. Ein nennenswerter Anteil des Blutgoldes und Silbers floss in kirchliche Schatzkammern, transformiert in stolze Kleinodien christlich-abendländischer Gold- und Silberschmiedekunst. Ein signifikantes Beispiel ist eine fast 3 Meter hohe Monstranz, die Kardinal Cisneros aus dem Gold fertigen ließ, das nach dem Autor Otegrafen Kolumbus auf seinen Reisen fand. Es wurde der Kathedrale von Toledo gestiftet. Über die Einschmelzung peruanischer Goldschätze ist vom selben Autor überliefert, Zitat: Dann dauert es einen vollen Monat, das wertvolle Geschirr einzuschmelzen, obwohl Goldschmiede des Landes Tag und Nacht daran arbeiten müssen. Der Chronist beziffert den Goldwert nur dieser einen Aktion auf 1.326.539 Goldpesos. Das entspricht dem heutigen Wert von etwa 450 Millionen Euro.
während die einfache Bevölkerung Generation um Generation und Dreck und Elend verkam, wurde der Klerus nahezu allmächtig und immens reich, wie auch die übrigen Sklavenhalter und Herren, die zur Finanzierung von Gotteshäusern eingefangene Indios versteigerten. Friedhelm von Otegrafen schreibt weiter in der Litanei des Weißen Mannes: Die christliche Kirche war noch versessener als die weltlichen Herrscher auf die Ausbeutung des neuen Landes. Die Tempel der Indios wurden schnell durch Kirchen ersetzt, allein in Mexiko 12.000. Sie zeugen von der Fähigkeit der Missionare, die Indianer ohne Lohn für sie arbeiten zu lassen. An all dieser Kirchenpracht kleben noch heute Tränen, Schweiß und Blut der Indios. Von der gesamten indianischen Bevölkerung, die zur Zeit des Kolumbus den Erdteil bewohnte, fielen 90% dem Völkermord und den Krankheiten zum Opfer, die die Europäer eingeschleppt hatten. Der katholische Priester Enrique Rosner beschreibt in seinem Buch »Missionare und Musketen«: Wen überfällt nicht ein Schaudern, wenn er den mit 20 Tonnen Blattgold vergoldeten Altar der Kathedrale von Sevilla bestaunt und dabei an das in den Minen vergossene Blut der Indios denkt? Treffend spricht diese prophetische Klage Erzbischof Melchior von Linian von Lima so aus: Er halte es für gewiss, dass jene Edelmetalle im Blut der Indios gebadet waren und dass, wenn man das aus ihnen herausgeholte Geld ausdrücken würde, mehr Blut als Silber aus ihm heraustropfen müsste. Zitat Ende. Und heute? Wie viel von diesem Blutgold klebt noch heute an so mancher Kirchendecke, an so manchem Kirchenaltar? Aus dem Blutgold ist so manche Monstranz, so manches Allerheiligstes gegossen worden. Auch dieses Blutgold hat die Kirche zu dem gemacht, was sie heute ist, unermesslich reich. Und bis heute ist das Gold nicht zurückgegeben worden. Päpste schreckten auch vor Mord nicht zurück, wenn es um ihre finanziellen oder machtpolitischen Vorteile ging. Glaubt man einigen Priestern, die mit einem Buch anonym an die Öffentlichkeit gingen, so geschehen bis heute noch mysteriöse Todesfälle im Vatikan. Der Historiker Thomas Tomasi schrieb dazu: Es wäre nicht möglich, all die Morde, die Vergewaltigungen und die Fälle von Blutschande aufzuzählen, die jeden Tag am Hof des Papstes begangen wurden. Das Leben eines Menschen ist nicht lang genug, um sich die Namen aller ermordeten, vergifteten oder bei lebendigem Leibe in den Tiber geworfenen Opfer zu merken. Der Autor Nigel Cawthorne schreibt in seiner Skandalchronik des Vatikans: Der Ämterverkauf war eine gute Einnahmequelle. Um jedoch die Einnahme nicht versiegen zu lassen, sorgte Papst Alexander dafür, dass die Kardinäle bald vergiftet wurden, die er zuvor ernannt hatte. So konnte er nicht nur ihren Kardinalshut erneut verkaufen, sondern auch alle ihre Besitztümer einstreichen, die auf die Kirche übergingen, soll heißen auf Papst Alexander höchst persönlich. In seinem Bestseller »Die heilige Mafia des Papstes« erwähnt Robert Hutchison eine Reihe mysteriöser Todesfälle, die alle in geschäftlichem oder persönlichem Zusammenhang mit dem Vatikan oder einer ihr nahestehenden Gruppe stehen sollen. Bekanntestes Beispiel: Am Morgen des 18. Juni 1982 wurde der Mailänder Bankier Roberto Calvi unter der Brücke der Barmherzigen Brüder in London erhängt aufgefunden, seine Füße hingen in der Themse. Er war Mitwisser und Beteiligter eines großen Finanzskandals, der vom Vatikan ausgelöst worden war. Seiner Tochter sagte er noch kurz vor seinem Tode: Die Priester werden mein Ende sein. Seine Frau, Clara Calvi, erwähnte unter anderem in einem Interview: Es waren mit Sicherheit die Priester des Vatikan. Das hatte uns Roberto schon vorhergesagt.
Jemanden umzubringen ist für sie keine Sünde, so sagten sie es ihm. Sie würden ja nur eine Seele aus dem Körper befreien. Auch zum mysteriösen Tod von Papst Johannes Paul I., dem 33-Tage-Papst, sind viele Bücher erschienen. In Discepoli di Verità, ihr habt getötet, der Machtkampf der Logen im Vatikan ist dazu zu lesen. Zum Tode von Johannes Paul I. sagen sie, er wollte mit dubiosen Finanzgeschäften, übertriebenem Prunk und Korruption innerhalb der Amtskirche aufräumen. Doch sein Pontifikat war auffallend kurz, nur 33 Tage, die Todesumstände mysteriös und seine Leiche wurde so schnell einbalsamiert, dass eine Obduktion nicht mehr möglich war. Ein besonders düsteres Kapitel der Kirchengeschichte ist die Zeit der Inquisition. Millionen Juden und Andersgläubige, von der Kirche abtrünnige und angebliche Hexen, wurden von der Kirche und ihren staatlichen Handlangern verfolgt, gefoltert und umgebracht. Dieser Mord an so vielen Unschuldigen hatte jedoch nicht nur den Zweck, sogenannte Ketzer aus dem Weg zu räumen. So unfassbar es auch klingt, das Morden diente auch der Bereicherung der Kirche. Ein sehr großer Anteil des Eigentums der Verfolgten und Hingerichteten ging nämlich geradewegs in den Besitz der Kirche über. Mit der grausamen Ermordung unliebsamer Zeitgenossen hatte die Kirche sich eine weitere ruchlose Möglichkeit geschaffen, Landeigentum, Geld und Goldschätze, Schmuck und vieles mehr an sich zu raffen. Nur in zweiter Linie ging es der Kirche während der Inquisition darum, die Abtrünnigen zum wahren Glauben zu bekehren oder ihre Seelen zu retten, wie sie das als Rechtfertigung so schön formulierte. Doch die Opfer der Inquisition wurden nicht erst bei ihrer Hinrichtung enteignet. Vor allem spielte es eine große Rolle, an die Besitztümer der Angeklagten heranzukommen. Sobald ein Bürger wegen Ketzerei oder Hexerei angeklagt wurde und vor dem Inquisitionsgericht erscheinen musste, wurde sein Besitz automatisch beschlagnahmt. In Deutschland erlebte die Inquisition ihre Fortsetzung in der Hexenverfolgung. Millionen Menschen, überwiegend Frauen, wurden der Hexerei bezichtigt und beschuldigt, mit dem Teufel im Bunde zu stehen. Sie wurden für Missernten, Krankheiten, Fehlgeburten, Unwetter und dergleichen mehr verantwortlich gemacht. War jemand der Hexerei beschuldigt, wurde sein Besitz sofort vorläufig beschlagnahmt, bevor überhaupt irgendein Beweis für die Schuld erbracht war. Um aber auf jeden Fall ein Geständnis des Angeklagten zu erhalten, wurden diese mit brutalsten Foltermethoden so lange gequält, bis die meisten aus schierer Verzweiflung, um den grausamen Schmerzen zu entkommen, die angeblichen Vergehen eingestanden. Den meisten war tatsächlich der Tod die einzige Möglichkeit, den Folterknechten zu entkommen. Wie schon erwähnt, ging das Eigentum der Beseitigten meist ohne Umwege größtenteils in den Besitz der Kirche über. Damit eventuelle Erben nicht im Weg standen, wurden durch die Inquisition oft ganze Familien ausgelöscht oder die Hinterbliebenen wurden vertrieben und enteignet. Ein geflügeltes Wort aus dieser Zeit lautet: Das schnellste und leichteste Mittel, um reich zu werden, ist das Hexenbrennen. So ließ ein Mainzer Dechant allein in zwei Dörfern über 300 Menschen verbrennen, nur um seine Güter in seinem Stift zu vereinigen. Ein Fuldaer Schreiber bedrohte besonders die Reichen und rühmte sich in 19 Jahren, 700 Menschen beiderlei Geschlechts auf den Scheiterhaufen gebracht zu haben. An einigen Orten erhielten die Richter, Inquisitoren und Beichtväter für jeden Hingerichteten Kopfgelder und Kollekten.
In Spanien hatte die Inquisition andere Opfer, die reichen Juden. Schon im 7. Jahrhundert wurde dort von der römisch-katholischen Kirche gegen sie gehetzt. Man enteignete sie, machte sie zu Sklaven oder brachte sie gleich um. Im 15. Jahrhundert wurden alle Juden aus Spanien und Portugal rücksichtslos vertrieben. Ihr kompletter Besitz ist ohne Umwege zum größten Teil in den Händen der Kirche gelandet. Aber auch in Deutschland waren die Juden Opfer und Verfolgte durch die Kirche, zum Beispiel in Deckendorf in Niederbayern. Dort ermordete man im Jahr 1337 sämtliche Juden. So befreite man sich kurzerhand von vielen Schulden, die man bei diesen hatte, und den Besitz teilten sich die katholischen Bürger brav untereinander auf. Generell wurde das meiste geraubte Gut, das die Kirche mit dem Mittel der Inquisition in ihren Besitz brachte, gleich für den Bau prächtiger Paläste, Klöster, Kirchen und Bischofsresidenzen verwendet. Der Schlossbau zum Beispiel für die neue Residenz der Erzbischöfe in Mainz wurde in Aschaffenburg zum Teil mit diesen Mitteln errichtet. Und heute sollen der Staat bzw. die immer ärmer werdende Bevölkerung mit ihren Steuergeldern die Renovierung dieser Gebäude bezahlen, obwohl diese mit gestohlenen Geldern erbaut wurden. Ein Hauptfaktor für die Vermehrung des kirchlichen Grundbesitzes seit der Antike, besonders aber im Mittelalter, waren Erbschaften. Bereits im 4. Jahrhundert war, laut dem Historiker Karl-Heinz Deschner, die Erbschleicherei durch den damaligen Papst Damasus so schlimm, dass der Kaiser eingreifen musste. Der Autor Will Durant erwähnt in seiner Kulturgeschichte der Menschheit, dass Papst Alexander III. Im Jahr 1170 verfügte, dass kein Testament gültig sei, das nicht in Gegenwart eines Priesters gemacht worden war. Danach würde jeder weltliche Notar mit dem Kirchenbann bestraft, wenn er ein Testament aufstellte, ohne diese Vorschrift des Papstes zu beachten. Logischerweise beanspruchte die Kirche daraufhin für sich das alleinige Recht, ein Testament gerichtlich zu bestätigen. Die testamentarischen Erbschaften an die Kirche galten laut Kirche als verlässliches Hilfsmittel, um die Leidenszeit im Fegefeuer zu verkürzen. So machte die Angst vor ewigen Höllenstrafen nicht nur krank, sondern sie brachte der Kirche auch noch einen schönen Batzen Geld ein. Und das bis heute. In der Kriminalgeschichte des Christentums von Karl-Heinz Deschner wird der Kirchenvater Salvian zitiert, welcher unverhohlen im 5. Jahrhundert predigte: Wer sein Vermögen seinen Kindern hinterlässt, statt der Kirche, der handelt gegen den Willen Gottes und gegen seinen eigenen Vorteil. Erbschleicherei durch Priester ist bis in die heutigen Tage bekannt. Vor allem alleinstehende ältere Menschen sind davon betroffen. Sie sind dem Trost der Priester besonders zugänglich. Was dem bald sterbenden Menschen geraten wird, wenn es um das Testament und die Hinterlassenschaften geht, mag sich jetzt wohl jeder selbst ausdenken. Eine große Rolle bei den Einnahmen der Kirche spielte auch der sogenannte Zehnt. In seinem Werk Die Kulturgeschichte der Menschheit erwähnt der Autor Will Durant, dass im Mittelalter alle Grundbesitzer verpflichtet waren, ein Zehntel ihrer Gesamterzeugung oder ihres Einkommens an die Ortskirche abzuführen. Wer demnach den Zehnten nicht oder unrichtig zahlte, riskierte Verdammnis und Exkommunikation durch die Priester. Im neuen Pfaffenspiegel von Hans-Jürgen Wolf wird erwähnt, dass aufgrund dieser Verpflichtung
die Geistlichen bewaffnet und unnachsichtig Schulden einzogen, während sie woanders scheinheilig gegen Wucher und Zinsen predigten. Um seine Kirchenschäfchen einzuschüchtern, gab Papst Pius V. seinen Eintreibern folgende Anweisung: Ein gemeiner Mann, der seine Geldstrafe nicht bezahlen kann, soll beim ersten Mal mit auf den Rücken gefesselten Händen einen Tag lang vor der Kirchentür stehen, beim zweiten Mal durch die Straßen gegeißelt werden, beim dritten Mal wird man ihm die Zunge durchbohren und ihn auf die Galeeren schicken. Die Päpste fanden immer wieder Wege, ihr Vermögen und das der Kirche zu vergrößern. Dabei spielte die Moral in der Kirche laut der Skandalchronik der Päpste von Nigel Cawthorne wieder nur eine Nebenrolle. So ließ Papst Alexander VI. Mörder einfach laufen, natürlich gegen eine gewisse Gebühr. Er bemerkte: Der Herr will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er zahlt und lebt. Bei durchschnittlich ca. 14 Ermordeten pro Tag in Rom damals ein einträgliches Geschäft. Derselbe Papst erlaubte einem Adligen, mit seiner Schwester Blutschande zu begehen, gegen eine Gebühr von 24.000 Goldstücken. Der Kardinal von Valencia, Pedro Mendoza, erkaufte sich beim Papst die Genehmigung, seinen Liebesknaben leiblichen Sohn nennen zu dürfen. Nigel Cawthorne schreibt auch über Papst Bonifatius IX. Er war ein Mörder, der durch Ämterverkauf die leeren päpstlichen Kassen füllte. Außerdem betrieb er Ablasshandel und erhob Gebühren für die Heiligsprechung oder die Ausstellung von Echtheitsurkunden für neu entdeckte Reliquien, wie zum Beispiel die Vorhaut Christi. Auch an den Kreuzzügen verdienten die Klöster gut. Denn wer sich ausrüsten wollte, musste bei den Klöstern Geld leihen. Diese nahmen die Ländereien der Kreuzfahrer als Pfand, die beim Tode derselben an sie fielen. Es gab sogar Päpste und Bischöfe, die sich durch Prostitution bereicherten und dafür eigene Bordelle betrieben. Um einen Krieg gegen die Türken zu finanzieren, baute Papst Sixtus IV. In Rom ein vornehmes Bordell für beide Geschlechter. Seine Kurtisanen sollten ihm jede Woche einen Julio aus Gold bezahlt haben, was jährliche Einnahmen von 26.000 Dukaten ergab. Zu Zeiten des Papstes Clemens VI. Waren die Prostituierten so zahlreich, dass er ihnen eine Steuer auferlegte. Der Historiker Joseph McCabe stöberte gar eine Urkunde auf, aus der hervorgeht, dass päpstliche Beamte ein schönes, neues, ansehnliches Bordell von der Witwe eines Arztes kauften. Die Urkunde verzeichnet fromm, der Ankauf sei im Namen unseres Herrn Jesus Christus erfolgt. In Deutschland hatte sich eine neue Form der Tempelprostitution entwickelt. Auch im Straßburger Münster waren Prostituierte geduldet. Was man dazu wissen sollte: Auch der Bischof von Straßburg selbst leitete ein Bordell. Papst Julius II. Verfügte am 2. Juli 1510 in einer päpstlichen Bulle die Einrichtung eines Bordells, in dem junge Frauen ihrem Gewerbe nachgehen durften. Die nachfolgenden Päpste Leo X. Und Clemens VII. Duldeten dieses Etablissement, allerdings unter der Bedingung, dass ein Viertel der gesamten Habe der dort arbeitenden Frauen nach ihrem Tod in den Besitz der Nonnen von Saint-Marie-Madeleine übergeht.
dass alles, was wir jetzt aufgezählt haben, nur Vergangenheit? Finsteres Mittelalter, das Gott sei Dank vorbei ist? Nicht ganz. In Deutschland liegt die Kirche noch immer mit dem Staat in einem Bett, obwohl das Grundgesetz die Trennung von Staat und Kirche vorschreibt. Die Folgen sind fatal. Der Staat nimmt dem Bürger das Geld, die steinreiche Kirche wird damit gemästet, und zwar mit über 14 Milliarden Euro jedes Jahr. Und das aus dem allgemeinen Steuertopf zusätzlich zur Kirchensteuer. Man hat das Gefühl, die Kirchen haben die Politiker schon längst in die Tasche gesteckt und können fordern, was sie wollen. Die Politiker zahlen es buckelnd, dankbar und freiwillig nach dem Motto: Halt du sie dumm, ich halt sie arm. Die Kirche lässt sich vom Staat vieles bezahlen. Die Gehälter von Bischöfen, Kardinälen, Erzbischöfen, Weihbischöfen und vieler weiterer kirchlicher Angestellter. Dabei wird unter dem deckmäntlichen Denkmalschutz die Reparatur und der Erhalt zahlreicher Kirchen und kirchlicher Gebäude bezahlt. Der Staat zahlt die Ausbildung der Priester und Theologen und auch den konfessionellen Religionsunterricht an öffentlichen Schulen. Aber Millionen für Forderungen aus der Zeit Napoleons müssen vom Staat, also vom Steuerzahler, beglichen werden, was meist von den verarmten Kommunen aufgebracht werden muss. Sogar der Weihrauch, der Messwein und die Messgewänder und vieles mehr werden bei der Militärseelsorge vom Staat bezahlt. Wer nun glaubt, karitative soziale Einrichtungen der Kirchen seien ein Akt der Nächstenliebe, der hat sich getäuscht. Weit über 90% der Kosten werden aus dem allgemeinen Steuertopf bezahlt oder von den jeweiligen Nutzern dieser Einrichtungen. Von der Kirchensteuer fließen nur etwa 5% dort hinein. Mit jährlich etwa 10 Milliarden Euro werden zum Beispiel kirchliche Kindergärten, Altenheime, Krankenhäuser und weitere karitative Einrichtungen vom Staat bezahlt. Die Kirche greift dabei kaum in die eigene Tasche, trotz eines von Carsten Frerk geschätzten Vermögens von 500 Milliarden Euro. In ihren durch den Staat finanzierten Einrichtungen hat die Kirche dennoch das Sagen. Wer zum Beispiel einen Geschiedenen heiratet, dem droht in einer katholischen Einrichtung die Kündigung. Verlässt ein Mitarbeiter die Kirche, so wird ihm auch gekündigt. Was die Sache besonders delikat macht, auch Moslems, Atheisten und aus der Kirche Ausgetretene müssen die Gehälter von Bischöfen und die weiteren Subventionen mitbezahlen, da das Geld aus dem allgemeinen Steuertopf genommen wird, also nicht von den Kirchensteuern, wie so manch einer vielleicht glaubt. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, vielleicht fragen Sie sich jetzt auch, was soll die Kirche nun tun? Die erste Konsequenz wäre wohl, dass die Kirchen sich nicht mehr christlich, sondern nur noch katholisch oder lutherisch nennen. Denn mit der Lehre des Jesus von Nazareth hat das hier aufgezeigte Verhalten nichts, aber auch gar nichts zu tun. In ihrer eigenen Bibel steht, wie sich die Kirchen verhalten sollten: Erkennen, bereuen, um Vergebung bitten, wiedergutmachen und das als falsch Erkannte nicht mehr tun. Es stellt sich jedoch die Frage, will die Kirche überhaupt ihre Vergangenheit aufarbeiten? Natürlich gibt es verschiedene Aussagen einiger Päpste als Entschuldigung zu den Verbrechen der Kirche in der Vergangenheit, dass nämlich einzelne Verantwortliche Fehler gemacht hätten. Jedoch ist in Wirklichkeit vieles mit dem Wissen oder dem bewussten Einverständnis der Kirchenpäpste geschehen oder sogar auf deren direkte Anordnung ausgeführt worden. Und sind nicht alle Worte des Bedauerns und der Entschuldigung leeres Getöse, solange keine echte Wiedergutmachung erfolgt? Eine echte Wiedergutmachung wäre es, die gestohlenen und geraubten Besitztümer wieder denen zurückzugeben, denen sie genommen wurden.
Müssten nicht zum Beispiel die goldenen Altäre und Monstranzen eingeschmolzen und der Erlös den Nachkommen der Indianer zurückgegeben werden? Sie könnten heute das Geld gut gebrauchen, um die Armut zu bekämpfen und um Schulen und Krankenhäuser zu errichten. Und wäre es nicht endlich an der Zeit, den Opfern dieser Verbrechen Denkmäler zu errichten, anstatt weiterhin Straßen, Plätze und Gebäude nach den Tätern zu benennen? Oder kennen Sie ein Denkmal für die Millionen Kirchenopfer? Denkmäler für die Täter gibt es hingegen überall. Wäre es der Kirche wirklich ernst mit der Reue für ihre Verbrechen, würde sie nach der Aussage des Jesus handeln, gehe hin und sündige fortan nicht mehr, dann würde das bedeuten, dass sie ihre Gebäude für die Armen und Bedürftigen öffnet und die Milliardensubventionen des Staates nicht mehr in Anspruch nimmt. Doch auch an die Politiker sei die Frage erlaubt, ist es nicht längst überfällig, dass diese Institutionen die Ausbildung ihrer Priesterkaste und deren Gehälter selber bezahlen? Ist es nicht angesichts der immer größer werdenden Löcher in den Staatskassen an der Zeit, der schreienden Ungerechtigkeit ein Ende zu bereiten und die Subventionen und Steuererleichterungen für die steinreichen Kirchen endlich zu streichen?